Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach einem Monat Travel Content kommt jetzt hier zur Abwechslung mal wieder ein Flying Hummel Video. Die geplante Überraschung, die ich in der Videobeschreibung des letzten Videos angekündigt habe, muss aber leider ein wenig nach hinten verschoben werden. Ich will sie trotzdem umsetzen. So, jetzt geht es aber nicht um Überraschungen, sondern um Hummel und damit viel Spaß mit dem Video. So, wir quälen jetzt den Hummel raus. Sieht aber voll schön aus, so mit dem Licht. Ah? Weißt du schon, was passiert? Nein, natürlich nicht. Jetzt ist die so hochgerannt. Und du bist total blöd, weißt du das? Will ich raus oder muss ich dich mitnehmen? Bist du ein Feiner? So ein Feiner? Du war eigentlich voll offen, aber ich jetzt wieder offen lassen. Hä? Hä? Ja, fein! Das ging super schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Na gut, los geht's. Wie das aussieht, oh mein Gott. Ja, heute ist viel Kram. Schuppen ist leer. So, es hat ewig zum Aufbauen gedauert. Ich hoffe, man versteht mich über den Kindergarten hinweg. Aber wir haben jetzt unser Cricket-Set vom letzten Mal wieder aufgebaut. Für kleinen Hummel. Das ist eine Reihe. Das ist sehr gut. Wir arbeiten heute sehr viel mit rein.
Also der hat ordentlich Energie. Die will er auch brauchen. Los geht's. So, jetzt geht's los, jetzt kommt der Riesenberg. So, das ist das Meisterwerk, bis nach ganz da hinten. Ich habe den Bällekorb jetzt rausgenommen, weil ich glaube, das wäre zu schwer. Es ist nichts dabei, was er nicht schon kennt und was er nicht schon mehrmals geschafft hat. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussehen wird. Wir werden das jetzt sehen.
Es war chaotisch. Wir räumen das Ganze jetzt wieder auf. Dann kühlen wir ab. Und dort machen wir das ein andermal nochmal. Ich muss den Kinderwagen wegnehmen. Ich hoffe, dass ich den irgendwann in Zukunft wieder dazu nehmen kann. Das werden wir dann sehen. Ne? Vielleicht werden wir nächstes Mal noch ein bisschen mit dem Kinderwagen üben, damit er sich da ein bisschen sicherer fühlt. Dein Schädel ist im Weg. Geh weg. Ich sehe nichts. Ja, das war heute Chaos. Der Chaoshund. Der kriegt jetzt gleich noch sein Netz und dann hat er frei. Und dann beschäftigen wir uns nächste Woche noch ein bisschen mit dem Kinderwagen, um diese Reihe wieder vervollständigen zu können. Schon nach draußen verdrückt. Hier ist jetzt wieder schön sauber. Der Schuppen ist jetzt auch wieder schön ordentlich aufgeräumt. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich zu heute stehe. Ob ich finde, er hat es gut gemacht oder nicht, dazu kann ich nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir, wenn ich dann irgendwann wieder Zeit finde, ein Video zu machen, mit dem Kinderwagen arbeiten und ihn dann versuchen, nochmal mit dem Kinderwagen zusammen an die Reihe zu führen. Wenn er es öfter macht, dann versteht er es ja vielleicht irgendwann auch ein bisschen besser. Ich mache das nächste Mal auch die Abstände ein bisschen größer. Das ist, glaube ich, ein bisschen leichter für ihn. Ja, und das war es jetzt irgendwie schon wieder mit dem Video. Es war jetzt ziemlich kurz, weil ich halt nicht so viel geredet habe. Ich finde es aber ganz praktisch. Das bedeutet nämlich weniger Arbeit im Schnitt. Ich werde beim nächsten Mal erstmal mit dem Kinderwagen arbeiten und danach die Reihe etwas kürzen. Das ganze Zeug immer wieder aufbauen ist nämlich viel zu viel Aufwand. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Oh shit. Okay, es ist das richtige Mikro. Glück gehabt. So, und das war's. Es ist das falsche Mikro. Wieso? Da ist doch in der Zwischenzeit nichts passiert. Ich habe nichts ausgesteckt, kein gar nichts. Ich finde es aber ganz praktisch. Das bedeutet Es hat ewig gedauert. Aber hier haben wir jetzt zum Aufwärmen wieder unser Cricket-Sex. Das war ein richtig dummer Versprecher.